F1 2014. Willkommen bei Formel 1 2014. Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt Formel 1 2014. Ja, wie jedes Jahr um diese Zeit kommt bei mir Formel 1 und ich freue mich gerade wahnsinnig. Ja. So, wir drücken Start und man sieht ganz kurz, hier habe ich ausprobiert, Einstellungen etc. bla bla. Ja, ganz kurz löschen. Wir möchten ein automatisches Speichern Dateien. Jawohl, möchten wir. Vorname. Nehmen wir uns Glamour. Spieler 1 nehmen wir uns einfach Let's Play. Ist ja Schnuppe. Wie tippe ich denn heute? Hä? So, Audioname. Da können wir uns jetzt alle Fahrer. Dann nehmen wir uns Kevin. Passt ja wie Arsch auf Eimer, ne? Dann spricht er mich mit meinem Vornamen an. Helmauswahl. Es gibt 44 Designs. Also ihr habt Auswahl, bis der Arzt kommt. Ich nehme einfach jetzt hier Design 44. Und, ja, mache fortsetzen. So, jetzt können wir hier einen Einstufungstest machen. Dieser Einstufungstest ist in dem Sinne dafür da, ihr fahrt eine Runde und das Spiel entscheidet, welchen Schwierigkeitsgrad ihr einstellt. Den Einstufungstest werde ich überspringen, weil er in meinen Augen Bullshit ist. So, ja, also es ist kein Jungdriver-Test, den gibt es dieses Jahr irgendwie nicht. Schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Schade. Ganz ehrlich, sehr, sehr schade. Da werde ich aber gleich noch etwas weiter drauf eingehen. Wie gehabt, den Ton kann man wieder nicht sehr leise stellen. Schade eigentlich, aber gut, was soll's. So, B, jawohl. Dann Grafik zeige ich ja immer alles bis an den Anschlag mit 16QCSAA. Alles bis der Arzt kommt. Nur mal wieder so zur Zeigung. Schwierigkeitsgrad stellen wir jetzt auch gleich ein. Wir spielen Schwierigkeitsgrad. Benutzerdefiniert werden wir spielen. Bremshilfe kommt aus. ABS lassen wir an. Lenkhilfe kommt auch aus. Traktionskontrolle lassen wir erstmal vollständig, weil ich nicht weiß, wie sich das Spiel anfühlt. Also gefahren bin ich nicht. Ich habe mir nur Einstellungen angeguckt. Ideallinie machen wir an, Idealtyp machen wir 3D, Getriebe, Automatik, Boxengassenhilfe lassen wir an und Boxengassenkamera lassen wir auch mal an. Person and Frames lassen wir mal an. Regeln und Flanken realistisch natürlich und Schadenssimulation auch vollständig. KI Amateur machen wir, was stellen wir denn die ein? Amateur, Fortgeschritten, Profi, Expert, Legende. Ich würde sagen, wir fangen an mit Fortgeschritten und ihr kennt das ja und wir ja, es ist entscheiden dann während des Saison, ob wir die KI schwerer stellen oder nicht. Okay. Fahrsteuerung kann man hier sich nochmal angucken, dass ich mit dem Xbox Einstellungen kann man sich angucken, hoch und runter schalten ist diesmal dabei. Da werde ich aber während des Rennens so ein bisschen drauf eingehen. Force Break werde ich auf 100% stellen, da ich das brauche, um ein Gefühl für das Spiel zu bekommen. So. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Karriere. Und darüber möchte ich gleich was sagen. Wir können nämlich jetzt sofort mit Mercedes Petronas F1 Team fahren. Und das war ja, gab es ja früher bei dem Young Driver Test nicht. Sondern da wurde man in eins der drei Teams, wie gut man den Young Driver Test gemacht hat, zugewiesen. Das ist bei diesem anderen Test leider diesmal nicht der Fall. Sondern da wird nur die Schwierigkeitsstufe eingestellt. Finde ich schade, dass es den Young Driver Test diesmal nicht gibt. Aber vielleicht ist das für Leute, die das halt lieber mögen. Hier ist jetzt diese Sache, wenn wir gleich in F1 anfangen, dann können wir uns ja eigentlich gar nicht für diese Saison verbessern. Weil Mercedes ist ja eigentlich das beste Team in dieser Saison.
sondern ihr müsst selber entscheiden, ob ihr beigeht und zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, für Marusha fahrt oder für Caterham und euch dann nach oben arbeitet. So, ich habe mir überlegt, wir fangen nicht mit dem schlechtesten Team an, sondern wir gehen so in diese Mittelschiene. Und Mittelschiene wäre so, sag ich mal, ja, nehmen wir mal hier, Charari Force India Team, wo Nick, ich komme gerade nicht drauf, fährt. Und da werden wir einfach so anfangen. Und dann arbeiten wir uns nach oben. So, wir fahren kurze Saison, wären 7 Rennen, mittlere Saison 12 oder lange Saison 19 Rennen. Also wir gehen auf volle Distanz, 19 Rennen. Force India, Formel 1 Team. Willkommen beim Start deiner Formel 1. Nico Hülkenberg. Ha. Sehen wir uns ein wenig um. Dies ist das Menü der Zentrale. Wenn du durch das Menü navigierst, wird der Bildschirm automatisch aktualisiert. Wenn eine Option besondere Beachtung erfordert, wird sie mit einem Symbol gekennzeichnet. Das E-Mail-System versorgt dich während der ganzen Saison mit wichtigen Informationen. Du solltest es also unbedingt regelmäßig aufrufen. Oben im Bildschirm findest du den Rennkalender. Dir wird auffallen, dass einige Rennen mit Symbolen gekennzeichnet sind. Diese weisen darauf hin, dass an diesem Wochenende etwas Besonderes passiert. Du kannst über den Kalender eine Kursübersicht zu einer Strecke aufrufen, die weitere Informationen enthält. Gegen Ende der Saison erhältst du möglicherweise Vertragsangebote von anderen Teams, wenn deine Leistungen auf der Strecke stimmen. Jedes Rennen zählt also, wenn du nächstes Jahr in einem prestigeträchtigen Cockpit sitzen möchtest. Das sind die wichtigsten Funktionen der Karrierezentrale. Sieh dich hier unbedingt um, bevor du auf die Strecke hinausfährst. Genau, das ist nämlich der springende Punkt, was er nämlich gerade erklärt hat. Jedes Rennen entscheidet und dadurch bekommen wir ein besseres Cockpit. Und aus dem Grund gehen wir nach Force India, um uns vielleicht bei Red Bull, Ferrari, McLaren etc. zu qualifizieren. Also dafür nach oben zu kommen. Wir gehen einmal in die Renneinstellungen. Und wir machen ein, wir könnten ein kurzes Wochenende, Blitzqualifikation, kurzes Wochenende, kurze Qualifikation, kurzes Wochenende, komplette Qualifikation oder langes Wochenende, komplette Qualifikation. Wir könnten, das finde ich jetzt ein bisschen doof, 25, 50 und 100%. 50% sind ja in dem Sinne, wenn ein Rennen 60 Runden geht, 30 Runden. Es wären 30 Minuten ungefähr, ne? 25% wären in dem Sinne zwischen 15 und 20 Runden. Ich bin am überlegen, ob wir nicht auf 50% Renndistanz diesmal gehen. Wir werden auf 50% Renndistanz gehen. Ja. Das hört sich gut an, Leute. Klassement können wir uns natürlich anschauen. Hier Nico Rosberg, Kimi Räikkönen etc. News. Die letzte Saison wurde wieder eindeutig von Sebastian Vettel dominiert. Er holte sich den Fahrertitel Red Bull Racing, den Konstrukteurtitel und das vierte Mal in Folge. Ja. Lange Formel 1 Saison steht bevor. Team gegen Fahrer. Das Team geben ihre Fahrer bekannt. Entschuldigung. Und Force India verpflichtet Glabur, Let's Player. Jawohl. Zentrale und das E-Mail-Programm natürlich. Ich wollte dich nur bei Force India begrüßen. Robert Peterson, Helene Vogt, Mark Bender. Ja, hier könnten wir uns die ganzen Gequassel angucken. Für mich ist wichtig, wie haben wir denn das Wetter? Rundenlänge 5,3 Kilometer, Höchstgeschwindigkeit 302, Freitag 27 Grad, Samstag 25 Grad, Sonntag 28 Grad. Freitag ist Training, Samstag ist Quali und Sonntag ist Rennen. Und so werden auch die Rennen entscheiden. Also die Tage kommen in dem Sinne. So, jetzt wird es einen kurzen Cut geben, weil ich muss ganz kurz was umstellen. Bis gleich für euch. Jo, da geht's für euch weiter. So sollte es sein. Und wir gehen ab in die Zentrale und werden unser erstes Training beginnen. Lange Formel 1 Saison steht bevor. Da könnte man jetzt die Tipps so etwas durchmachen. Wackelt Vettels Rekord. Team geben ihrem Fahrer bekannt.
und Force India verpflichtet Glabur-Let's Player. Laut neue Meldungen auf der Website von Force India hat, kann ich nicht aussprechen, bekannt gegeben, dass F1-Neuling Glabur-Let's Player für die kommende Saison als Fahrer verpflichtet wurde. Jawolla. Ladezeiten sind etwas lang, wenn ich ganz ehrlich bin. Hallo? Ach so, ich sollte auf Fortsetzen drücken. Ich sag nichts wegen Dingens. Training Albert Park. Jawoll. Da steigen wir in unser Auto. Ohne Lenkrad. Gib mir ein Lenkrad. Ich will sehen, wie das bei Force India nochmal aussieht. Anschnallen. Machst du fein. Ja. Oh, hier haben wir ein kleines Cockpit. Der Typ ist ein bisschen leise. Zum Rennwochenende. Es gibt hier viele interessante Daten, die du dir später näher ansehen solltest. Wenn du auf die Strecke rausfahren, Sessions überspringen oder die Ziele für die Session erfahren möchtest, musst du nur Bescheid sagen. Okay, wir brauchen einmal die Option. Und müssen Effekte, Fahrzeug, Sprache. Den Typ machen wir mal auf 80. So, ja, wir haben das Training. Hier können wir das Reifenmanagement natürlich wieder auswählen. Intermediates, Regen, Weich- und harte Reifen. Teamkollege können wir uns hier angucken. Haben wir natürlich gleich einen Hammer-Teamkollegen. Das muss man natürlich gleich mal sagen. Hier haben wir den Ingenieur. Hier können wir wieder schnelles Setup machen. Wir gehen erstmal volle Pulle auf Trocken natürlich. Renndirektor, Option, Session-Option. Und zurück zum Hauptmenü. Was können wir hier alles machen? Hier können wir wieder unser Fahrzeug, die allgemein. Fahrzeug-Setup kannst du die Wageneinstellungen präzise anpassen. Du kannst natürlich auch. Kennen wir in dem Sinne. Und wir haben alles 0% Regenwahrscheinlichkeit. Sehr schön. Da sieht man, was wir für Updates bekommen. Und hier hat man allgemein die Rundenzeiten von meinem Teamkollegen und meiner Wenigkeit. Und dann gehen wir zum Ingenieur. Schnelles Setup haben wir gemacht. Und ich würde sagen, Leute, wir gehen das erste Mal raus in der Formel 1 Saison 2014. Rausfahrt. Da bin ich jetzt gespannt. Okay, den Turbo hört man auf jeden Fall schon mal gut pfeifen. Uiuiuiuiuiui. Okay, DRS können wir aufmachen im Training, wie gehabt. Alter, was sind das für... Boah! Jetzt überraschen mich gerade nur sehr die Bremsen. Erstmal ein bisschen reinkommen, Leute. Wir haben natürlich hier wieder diesen Bordcomputer in dem Sinne, wo wir sehen können, Reifentemperaturen und Verbrauch und etc. und wie viele Runden wir noch Sprit haben. Hier können wir wieder Benzin und Bremsen umstellen. Ja, jetzt kommt die erste Runde, dann lassen wir mal richtig jucken hier. Alter Schwede.
Da blockieren aber gerade mal richtig derbe die Räder. Aber ich konnte nicht definieren, von wo. Man merkt auf jeden Fall, dass der Abtrieb in diesem Spiel genauso gemacht worden ist wie in echt auch. Dass der Abtrieb, also der Anpressdruck der Formel 1-Wagen eine ganze Ecke weniger ist. Also es fühlt sich sehr rutschig an. So, gleich mal eine 1,34 auf dem Parkett gelegt. Ja, Massa im Williams. Der hat auch nicht damit gerechnet, dass er so eine geile Saison dieses Jahr fährt. Ich muss erstmal gucken, wie sehr die Regeln hier eingreifen. Oh. Was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, man hat sofort, wenn man hinten, wenn man jetzt hier voll beschleunigt, sofort durchdrehende Räder. Ja, das ist echt der Wahnsinn. Also 700 Newtonmeter drücken ganz schön hinten drauf. Ja, und wie gehabt, heute Training. Morgen kommt für euch dann die Qualifikation und übermorgen dann das Rennen. Und ich muss jetzt erstmal echt ein Gefühl für dieses Fahrzeug. Okay. Das höre ich doch gerne. Ey. Ich bin der Meinung, man kann viel später bremsen wie letztes Jahr. Was ist denn mit diesem Elektromotor? Muss ich da irgendwie drauf achten, wie viel Batterie der noch hat, wie viel nicht? Muss ich auf sowas überhaupt gar nicht achten? Das würde ich schon sehr schade finden. Verbessern tun wir uns die ganze Zeit gerade nicht. Ich muss mich jetzt echt erstmal ans Limit herantasten. Achte auf die Reifentemperatur. Lass die Reifen nicht zu kalt werden. Wieder durchdrehende Räder bis zum Anschlag. Thank you.
Wollen wir mal ein bisschen testen, wie weit ich reizen kann, das Auto. Ah! Mein Ziel ist es natürlich wieder, Weltmeister zu werden. Und wenn es geht, irgendwann dann für das beste Team dieser Saison zu arbeiten. Und das ist Mercedes. Und wir haben uns verbessert auf eine 1:33.748. Mein Motor wird viel zu heiß. Ich muss mich gerade ein bisschen unaufgepasst und wir werden uns drehen. Also das Heck, das arbeitet so extrem, trotz Traktionskontrolle. Das war jetzt mal perfekt durch die Kurve. Da ist der Motor aus. Da war gerade der Elektromotor aus bei dem Mercedes. Es hat nämlich geblinkt. Und mal gucken, was bei den Bremsen entsteht. Neutral vorne, hinten. Okay, schade. Ich hätte gedacht, da wird irgendwas stehen, wie war. Vielleicht ein bisschen nach vorne stellen, um mehr Energie in den Motor zu bekommen oder so. Aber man sieht hier gar nichts, auch nicht rechts. Schade eigentlich. Und wo ich drauf gespannt bin, ob wir viel Sprit sparen müssen im Rennen. Du hast fast kein Benzin mehr. Fast kein Benzin mehr. Komm in den nächsten zwei Runden an die Box. Also bis jetzt muss ich sagen, vom Gefühl, vom fahrerischen Gefühl hat sich das Formel 1 2013 besser angefühlt, aber. Kann auch einfach sein, weil man das Spiel, was weiß ich, wie viele Stunden ich gespielt habe, einfach daran liegen und deswegen gebe ich noch kein Urteil. Es ist einfach jetzt gerade nur so dieser erste Gefühl, den man hat. Ja, wir gehen jetzt erstmal in eine Box. Und schauen uns mal die ersten Daten an. Was mich jetzt einfach so ein bisschen interessiert, ist wirklich. Vom Sound her haben sie es sehr gut hingekriegt. Das muss ich sagen. Dieses extreme Pfeifen vom Turbo. Den Elektromotor, wenn man richtig beschleunigt, dass der damit anspringt. Das haben sie alles sehr gut hinbekommen. So, schauen wir uns einfach mal aufs Klassement an. Auf diesem Bildschirm findest du die aktuellen Sessionzeiten. Außerdem kannst du hier die laufende Session beschleunigen. Ja, das können wir einfach mal gerade machen. Das war nochmal runterspulen auf die letzten 10 Minuten und dann gehen wir nochmal raus, um nochmal gerade einen groben Überblick zu bekommen von der Strecke. Da kommt ja dann mehr Gummi drauf.
wenn sie dieselbe Animation gemacht haben wie in den vorigen Formel 1 Rennen. Bis jetzt sehr nice, auch vom Sound, aber das Gefühl vom Fahrzeug ist sowas von anders. Also das ist gegenüber den anderen Formel 1 Teilen gar nicht mehr zu vergleichen. Also wow, muss ich wirklich sagen, also komplett anderes Gefühl. Mal gut, dass ich den Schwierigkeitsgrad nicht gleich zu hoch gedreht habe. Muss ich ganz ehrlich sagen, wo, wenn ich jetzt schon sehe, dass wir im Training 1,5 Sekunden Vorsprung haben auf harten Reifen, sieht nicht so toll aus, muss ich dann ganz ehrlich sagen. So, wir werden das jetzt mal beenden, nehmen uns jetzt einmal die weichen Reifen. Jawohl. Und was steht denn da noch? Achso, das sind die Sätze. 12,6 Runden hält der. Und dann ist Ende im Gelände. 1,4 Runden pro Runde geht was weg. Okay, und was steht bei dem harten? 17,5 Runden. Okay. Ja, wir werden einfach mal mit dem Satz harte Reifen mal ausprobieren. Und wir machen diesmal mal auf eine fliegende Runde. Und bin jetzt mal gespannt. Schon mal viel weniger durchdrehende Räder. Kann aber auch daran liegen, weil viel mehr Gummi auf der Strecke ist. Bleib doch geschmeidig, bitte. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Limit des Fahrzeugs herauszufinden ist wirklich absolut schwer gerade. Magnussen im Windschatten. Es fühlt sich zum Beispiel das Auto komplett anders an wie vorher. Also später wird es auf jeden Fall nicht so ein langes Training mehr geben, Leute. Es geht jetzt einfach nur darum, um erstmal das Gefühl für das Fahrzeug zu bekommen. Aber das ist wirklich ein absolutes Unterschied gegenüber den anderen Formel 1 Spielen. Die Kurve nehme ich noch absolut falsch. Also wenn die anderen Formel 1 Teile bei mir hier auf dem Channel geschaut hat, weiß, dass ich eigentlich jemand bin, der sehr schnell das Limit herausfinde mit dem Auto. Aber das ist hier jetzt wirklich absolut schwer. Nicht mal eine Strafe gekriegt. Ich habe absolute Probleme mit dem Rausbeschleunigen. Ja.
Also ich werde auf jeden Fall den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Weil es kann nicht sein, dass wir mit Force India vorne auf Platz 1 rumgurken. Das ist nicht Sinn der Sache. Das Auto fährt im Mittelfeld, ja im Mittelfeld nicht, in den Top 10 fährt es. Aber niemals auf Platz 1 und dominiert hier vorne gerade die Mercedes. Und so möchte ich das eigentlich nicht haben. Fühlt sich alles ganz, ganz super an, Leute. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Damit kann ich arbeiten. Ich werde mir jetzt nochmal die Zeit ein bisschen zurücklaufen lassen. Werden uns den Vorsprung angucken, die Gegner haben. Und werde danach den Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall von Fortgeschritten auf Profi kommt dann. Oder Expert, keine Ahnung, eins von den beiden legen. Der werden wir noch nicht machen. Ich weiß auch gar nicht, was ich 2013 spiele. Ich glaube, Expert haben wir gespielt. Ein vorliegender, ne? Irgendwie so war's. Weil wenn man sich jetzt anguckt, ich habe jetzt 3 Sekunden Vorsprung, Leute. Das ist viel, viel zu viel. Klar drehen die nicht voll hoch. Oder warten wir noch auf die Qualifikation. Aber dann ist ja das Rennen in dem Sinne schon so gut wie gelaufen. Ja, ersten Platz haben wir in der Qual im Das ist Platz 1, hervorragend. Im diesen Schwung mit ins Qualifying. Training gemacht und ich bin gespannt, wie wir dann in der Qualifikation abschneiden werden. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank fürs Einschalten bei Formel 1 2014. Wir hören uns morgen wieder zur Qualifikation. Ich werde jetzt zurückgehen zur Garage und werde erstmal den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Und dann sehen wir uns wieder. Bis morgen, euer Glabur. Ciao, Lowie.